weiteren Ausgabe von Movies und TV. Sorry nochmal, dass der Ton gestern nicht so berauschend war. Ich habe es leider erst gemerkt, als ich das Video schon hochgeladen habe und da war es auch zu spät. Heute werde ich besser darauf achten und es geht heute um die Fortsetzung eines Films, dessen Kritik ich letzte Woche schon hinterlegt habe und das ist die Twilight-Saga New Moon bis zur Mittagsstunde. Morgen kommt Eclipse und übermorgen direkt zum Kinostart pünktlich Breaking Dawn. Ich hoffe, das klappt alles und jetzt zu New Moon, der genau da ansetzt, wo Twilight aufgehört hat. Nur hier will jetzt Edward Bella verlassen und Bella erleidet dann halt an Depressionen und der Film handelt halt, wie Bella mit ihren Depressionen klarkommt und sich immer sehnlichst wünscht, dass Edward wiederkommt und man kann mit ihrer Gefühlslage wirklich super mitgehen. Kristen Stewart, das habe ich schon in Twilight gesagt, ist hervorragend für diese Rolle. So schüchtern, leicht zurückhaltend, aber immer noch sehr ausdrucksstark. Und in New Moon bringt sie das nochmal mehr zur Geltung als in Twilight. Denn in New Moon muss sie diesen ganzen Film tragen, denn Robert Pattinson ist fast nie auf der Bühne, ich meine schon, aber nicht sehr viel. Und Kristen Stewart hatte die ganze Zeit innere Monologe, Gespräche aus dem Off. Also sie trägt diesen Film wirklich sehr gut, zusammen mit Taylor Lautner, der wirklich auch toll ist, aber nicht so toll wie Kristen Stewart. Ja, mich hat dieser Film ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil Twilight fand ich viel besser und hier ist es wirklich etwas eintönig und recht langatmig. Mit seinen 130 Minuten hat es schon wirklich die ein oder andere Länge und das finde ich ein bisschen schade. Weil eigentlich hat dieser Film ein gutes Potenzial und das Lied war eigentlich auch sehr schön. Und die Kamerafahrten und so, Musik, ist alles toll, aber das Drehbuch hat irgendwie nicht so den Kick. Es ist nicht schlecht, aber es ist eben auch nicht perfekt. Es ist gut, aber naja, es fehlt eben der letzte Schliff, es fehlt auch ein bisschen so Herz und Seele in den Dialogen, die es bietet. Es hat zwar sehr viel Emotionalität, aber es fehlt eben so ein bisschen der letzte Schliff. Und deshalb gebe ich New Moon leider, es tut mir weh, und ich gebe diesem Film 10 Punkte. Twilight-Fans, bitte zerreißt in diese Stücke. Und das war's für heute. Ciao, bis morgen.